Vielleicht hört ihr es, draußen wird gesägt und gearbeitet und das gehört auch zu meinem Alltag. Eigentlich ist heute mein Predigtschreibtag, ein Tag die Woche schreibe ich, also versuche ich keine festen Termine zu machen und jetzt sitze ich am Schreibtisch und ausgerechnet heute wurde beschlossen, dass nebenan im Park anscheinend, naja, groß gesägt wird. Ich freue mich also schon richtig, wenn das so den ganzen Tag weitergeht und dann habe ich eben noch einen Anruf bekommen vom Bestatter oder von der Bestatterin, ob ich nächste Woche Freitag auf dem Friedhof dabei sein kann. Und dann habe ich heute auch noch eine Trauung. Das ist natürlich schön. Die ist auch bei uns hier. Das ist selten, dass wir bei uns eine Trauung vor Ort haben. Aber so schmilzt dann manchmal so ein Tag, den ich mir zum Predigtschreiben eigentlich frei nehme, auch zusammen. Wahrscheinlich mache ich dann heute Abend länger. Mal gucken, wie lange ich brauche. Noch weiß ich nicht so ganz genau. Ich weiß überhaupt nicht, welche Predigt ich gerade schreiben muss. Ich bin ja immer so ein paar Wochen im Voraus. Ich glaube, ja, ich gucke lieber gleich nach. Man muss ja immer vorsichtig sein, worüber man sich in diesem Internet aufregt. Aber ich kann sagen, es ist eine gewisse Herausforderung, besteht, glaube ich, für uns alle Pastoren und Pastoren auch immer wieder in gegenseitigen Absprachen. Und ich rege mich gerade mal wieder sehr darüber auf, wie manchmal solche Absprachen, die keine sind, zustande kommen. Und wenn dann plötzlich irgendwo Sachen stehen, wo man angeblich dabei ist oder was bei einem angeblich stattfindet und man sich denkt, wieso druckt ihr solche Sachen, ohne vorher nachzufragen bei denen, wo das stattfinden soll oder die beteiligt sind. Ich könnte mich jetzt viel mehr aufregen, aber ich, ja, internes soll ja auch internes bleiben. Gehört trotzdem zu meinem Alltag. Sich auch manchmal aufregen. Wir sind zwar irgendwie, also zumindest ich bin ja auf dem Einzelpfarramt und ehrlich gesagt haben wir auch nicht so großen Kontakt zu den Gemeinden drumherum. Und das ist mit Sicherheit bei anderen Pastoren und Pastoren noch deutlich mehr, die zum Beispiel im Teamfarmamt sind oder die noch mehr regionale Zusammenarbeit machen. Aber schon ich merke an den kleinen Punkten, wo es stattfindet, dass sowas auch herausfordernd ist. Aber ich reg mich jetzt nicht weiter auf, sondern hol mir eine Fritz-Cola. Ich habe hier ein Predigtskript, das habe ich gerade quasi von den Predigttestern zurückbekommen, meine Predigten. Also hatte ich ja meinen Predigtschreibtag und dazu gehört auch Überarbeiten. Und jetzt habe ich gerade ja, eine knappe Stunde sozusagen das Feedback der Predigttester ausgewertet und eingearbeitet. Und dann drucke ich mir den Kram einmal aus und jetzt werde ich die Predigt laut sprechend, also meistens laufe ich dann durch die Wohnung und rede einfach dabei und dann merke ich immer nochmal, okay, sagst du eh nicht so am Ende oder dergleichen. Ja, so sieht das denn aus. Heute geht es um Teamwork. Teamwork mit Gott. Es geht darum, dass wir mit der Erde verwandt sind. Und es geht um Verantwortung, die uns Gott überträgt. Also, in der heutigen Predigt geht es um drei Dinge. Gott überträgt dir Verantwortung. Du bist mit der Erde verwandt. Du arbeitest mit Gott in einem. Wir machen hier gleich eine Trauung. Das ist selten, dass wir das bei uns in der Kirche haben. Und das wird auch ganz klein. Das sind drei Personen, also das Ehepaar und die Tochter. Aber ich freue mich, ich bin gespannt und ja, ganz klein und heimelig. Mal gucken.